Es gibt so viele verschiedene Übungen beim Augentraining und du fragst dich vielleicht, wie finde ich denn jetzt für mich die richtige, die passende Übung heraus, um dann mit dieser Übung meine Sehkraft wieder auf 100% zu bringen. Das möchte ich dir heute in drei einfachen Schritten verraten, deswegen bleib unbedingt bis zum Ende dran. Vorab möchte ich dir den Tipp geben, dass du dir unterhalb des Videos mal mein Buch anschauen kannst. Das stelle ich dir kostenlos zur Verfügung. Dort kannst du alle Inhalte, die ich dir heute verrate und natürlich auch noch viel mehr Strategien und Tipps dir kostenlos sichern. Dort einfach mal vorbeischauen und so hast du die Chance, noch schneller und besser deine Sehkraft zu verbessern. Fangen wir also an mit den drei Schritten. Die sind auch sehr, sehr simpel aufgebaut. Als allererstes muss ich natürlich erstmal herausfinden, welche Sehschwäche habe ich denn überhaupt? Also sprich, bin ich kurzsichtig, bin ich weitsichtig, habe ich eine Hornhautverkrümmung? Was ist das überhaupt und wie finde ich das heraus? Zum einen möchte ich dir jetzt mal kurze Hilfestellung geben, was überhaupt ist. Kurzsichtigkeit sagt der Name schon, ich kann im Nahbereich alles gut erkennen. Die Weitsichtigkeit genau das Gegenteil, ich kann in der Ferne, also in der Weite alles gut erkennen. Hornhautverkrümmung ist so ein Mix, der kann sowohl im Nahbereich und auch in der Ferne relativ unscharf sehen. Es gibt auch häufig eine Verbindung mit Kurzsichtigkeit und einer Hornhautverkrümmung, also sprich, ich kann relativ gut in den Nahbereich gucken, aber eben auch nicht mehr hundertprozentig, ja, aber ich kann auf jeden Fall deutlich schlechter in der Ferne gucken. Das ist immer so ein Mix, ja, und so kann man, sag ich mal, im Groben schon herausfinden, vielleicht jetzt schon, was für eine Sehschwäche du überhaupt hast. Ja, und das kannst du natürlich auch ganz gerne mal beim Optiker einfach machen, dazu sind die sehr, sehr gut, ja, die machen einfach einen Sehtest, du kannst das dann sozusagen schwarz auf weiß sehen, ob du eine Sehschwäche hast, wenn ja, da kommen wir auch schon zum nächsten Schritt, wie hoch auch deine Sehschwäche ist, ja. Denn wenn du herausgefunden hast, du hast beispielsweise eine Kurzsichtigkeit, weißt du zumindest schon mal, ah, sehr gut, also alles, was im Nahbereich sehe ich schon mal ganz gut. Jetzt muss ich also meinen Fokus darauf trainieren, wieder in die Ferne besser zu gucken. Da hilft es natürlich dann zu wissen, wie hoch die Dioptrienzahl ist. Denn dadurch, dass jede Dioptrienzahl andere Herausforderungen hat, einfach vom Auge, von der Anatomie, von der Fitness einfach im Allgemeinen. Du kannst dir sicherlich vorstellen, man hat nie sofort 4, 5 Dioptrien Fehlsichtigkeit, sondern es entwickelt sich über die Laufe der Jahre. Und es gibt auch Übungen, die eben für höhere Dioptrien ausgelegt sind, um einfach überhaupt erstmal anzufangen, weil die eben noch gar keine Grundfitness überhaupt hat. Ja? Bei einem Auge, was noch relativ fit ist und nur eine geringe Sehschwäche hat, kann man natürlich viel mehr durch Übungen abverlangen und dadurch gibt es eben diese Sektion, die geringe, die mittlere und die sehr hohe Sehschwäche. Die geringe ist wirklich so bis zu 2 Dioptrien, die mittlere dann so bis maximal 4 Dioptrien und darüber hinaus ist dann schon die hohe Dioptrienzahl. Und das Gute ist aber, dass du auch bei einer sehr hohen Dioptrienzahl schnelle Ergebnisse erzielen kannst, denn die Abstände, die Dioptrien, wie sie bemessen werden, sind nicht linear. Denn bei hohen Dioptrienzahlen brauchst du dich nur um ganz wenige Zentimeter verbessern, um schon 1, 2 Dioptrien zu verlieren. Ja, wenn du beispielsweise nur 1 Dioptrien hast, musst du dich schon um 100 Zentimeter verbessern, was wie gesagt nicht eben linear ist. Und deswegen hast du auch bei sehr hohen Sehschwächen sehr schnell Fortschritte. Langfristig gesehen dauert natürlich 4, 5 Dioptrien deutlich länger als 1 oder 2 Dioptrien auf 0 zu bringen. Ja? Und der dritte Schritt ist auch natürlich ganz simpel. Du hast jetzt herausgefunden, welche Sehschwäche hast du. Du hast herausgefunden, wie hoch ist deine Dioptrienzahl. Der letzte Schritt wird sein, jetzt für dich den richtigen Plan zu erstellen. Nehmen wir jetzt einfach mal an, du hast eine Hornhautverkrümmung, ja, und du hast 0,5 Dioptrien. Du kannst beispielsweise das tibetische Rad nutzen, um dann deine Sehkraft zu verbessern. Oder beispielsweise du hast eine Kurzsichtigkeit, dann nimmst du die ganz normale Sehtafel oder auch Landoldringe und versuchst dann aus 3 Meter Entfernung die letzte Zeile, die 20-20 Zeile zu erkennen. Die markiere ich dir hier auch nochmal. Das ist die Zeile, die du sehen musst, um hundertprozentig scharf zu sehen aus 3 Meter. Und so kannst du beispielsweise dann anfangen, aus 2 oder aus zur Not auch aus 1 Meter deine Augen zu trainieren und dich Stück für Stück nach hinten vorzuarbeiten, dass du entsprechend alles sehen kannst. Und wenn du jetzt unbedingt starten möchtest mit dem Augentraining, dann empfehle ich dir mein kostenloses Buch, dir einmal zu sichern, denn dort habe ich dir nochmal genauer meine Methoden und auch Strategien aufgeschrieben, wie du herausfinden kannst, welche Sehschwäche du hast, wie du deine Sehschwäche aktiv trainieren kannst, wie du sie verbesserst, auch im Alltag, um einfach ein höheres Bewusstsein für deine Augengesundheit zu entwickeln. Dann, wie gesagt, unterhalb des Videos habe ich dir mein kostenloses Buch zum Download verlinkt. Kannst du dir einfach mal sichern. In diesem Sinne würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnierst, einen Daumen nach oben gibst, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.